Hallo und herzlich willkommen, liebe Krebse. Ich hoffe, es geht dir gut. Wir schauen heute wieder rein in die Energien für die Krebse, Sternzeichen, Aszendenten oder auch wenn du deinen Mond im Zeichen Krebs stehen hast, kannst du hier vielleicht in Resonanz gehen und eine Botschaft für dich mitnehmen. Und ich würde dir auch empfehlen, dir auf jeden Fall auch deinen Aszendenten und dein Mondzeichen anzuschauen, falls du weitere Informationen für dich benötigst, falls das hier dein Sternzeichen ist. So, und dann schauen wir uns jetzt die Energien an zum Neumond im Zeichen Skorpion, der am 1. November stattfindet und natürlich auch Zusammenhang, weil das ja auch energetisch alles zusammengehört. Es geht um das Skorpion-Thema der Transformation, das Loslassen, tiefe Erkenntnisse und Einsichten. Und wir wollen mal schauen, was zeigt sich da in diesem Zusammenhang hier für die Krebse. Was ist wichtig für die Krebse? Was zeigt sich aktuell zum Neumond im Skorpion? Für die Krebse. So, der Fluss des Lebens. Ja, also da geht es wieder ums Fließen lassen, das Loslassen, ja, sich dem Fluss des Lebens hingeben. Vielleicht auch einer Entwicklung vertrauen. Oder das Leben auch so nehmen, wie es kommt. Okay, was haben wir noch? Vertrauen. Ja, Glaube und Vertrauen. Hab Vertrauen. Und wir haben hier den Supermond. Der Supermond. Da muss ich mal kurz reinschauen, was hier die Botschaft ist. Das spricht ja immer von größeren Veränderungen. Hier geht es um Anziehung. Du kannst magnetisch für andere sein und jetzt gute Dinge anziehen. Und du kannst abstoßen, was du nicht mehr anziehen möchtest. Sei jetzt bereit für die großen Chancen und Möglichkeiten, aber vermeide auch Extreme, die ein negatives Ungleichgewicht in deinem Geist oder in deinem Körper verursachen könnten. Vermeide Extreme. Ja. Aber größere Veränderungen könnten jetzt auf jeden Fall stattfinden. Ja, also es geht hier darum zu schauen, was möchtest du jetzt nicht länger anziehen, aber was möchtest du stattdessen in dein Leben ziehen? So, eine Göttin hätte ich gerne für die Krebse zum Neumond im Skorpion. Welche Göttin? Zeigt sich hier. Ja, manchmal dauert es ein wenig länger. Da kommt sie, die Kommunikation. Okay, das ist interessant, weil wir haben hier auch schon die Zwillinge-Energie und da geht es auch um Kommunikation. Da geht es darum, deine Wahrheit auszusprechen, deine Wahrheit zu kommunizieren, aufrichtig, authentisch in die Beziehung zu gehen und vielleicht auch da, wo es Kommunikationsprobleme gibt oder wo die Kommunikation nicht so gut, nicht so klar ist, dass man jetzt da Dinge ausspricht, aber eben auch deine Wahrheit, deine Gefühle zum Ausdruck bringst, wie es in dir wirklich aussieht. Kann auch sein, dass jemand irgendwie etwas hinterm Berg hält oder auch ja, das andere auch in deiner Umgebung vielleicht hier Schwierigkeiten mit der Kommunikation haben, dann darfst du auch hier vielleicht das Wort suchen, um mit jemandem Dinge auszusprechen. So. Auf jeden Fall geht es hier um die Kommunikation ziemlich stark. Was zeigt sich hier für die Krebse? Worum geht es? Zum Neumond in Skorpion. Wichtig für die Krebse. Eine Belastung. Ach, der Kelche.
So, ja, also hier sehen wir schon, dass man hier etwas loslässt. Ja, die Acht der Kälte, das ist ja der Abschied schweren Herzens, dass man hier irgendetwas verabschiedet. Vielleicht irgendeine bestimmte Belastung, eine Situation, die dich vielleicht hier an deine Grenzen bringt oder die dich sehr stark fordert, überfordert oder belastet. So, da geht es darum, etwas hinter sich zu lassen. Aufzubrechen, obwohl es einem schwerfällt, eine vertraute Umgebung, eine Gewohnheit vielleicht auch hinter sich zu lassen. Und weiterzuziehen. Ja, die 10 der Münzen, es könnte auch sein, dass du eine stabile Umgebung verlässt oder irgendetwas, was sich sehr sicher angefühlt hat. Irgendwelche festen, verbindlichen Verhältnisse, vielleicht auch etwas innerhalb der Familie. Könnte also damit zu tun haben, dass dich da etwas belastet hat und dass du das jetzt verabschiedest und hinter dir lässt. Könnte aber auch etwas Materielles sein, vielleicht auch etwas Berufliches, was du jetzt hier loslässt. Oder bestimmte Anhaftungen an Sicherheiten oder an Materiellem. Oder irgendwelchen festen, verbindlichen Verhältnissen. So, der Aufbruch. Es ist wirklich Abschied und Aufbruch, was wir hier sehen. Ja, du nimmst Abschied schweren Herzens, du verabschiedest eine Situation, eine vertraute Umgebung oder eine innere Haltung, eine Gewohnheit und du brichst mutig auf. Wir sehen hier auch Ungeduld. Du hast irgendwie jetzt hier wirklich auch lange genug gewartet oder unter einer Belastung gelitten. Du bist jetzt hier ganz klar in einer ungeduldigen, impulsiven, leidenschaftlichen, feurigen Energie und willst aufbrechen. Ja, du wirst hier jetzt etwas Neues erobern, du bist mutig, du bist risikobereit und du lässt dich hier ganz stark von deiner inneren Stimme führen, du lässt dich von deiner Intuition leiten, vielleicht empfängst du auch innere Botschaften, innere Offenbarungen, ja, Kommunikation hier, vielleicht bekommst du auch hier einfach innere Informationen über deine Intuition. Also du bist hier sehr stark in Aufbruchsstimmung. Und gehst hier auch gerade in die Führung, ja, Verantwortung. Wow, also das sind sehr, sehr starke Energien hier. Es ist spannend. Wir haben hier den Herrscher und die Herrscherin. Also das ist erstmal schon selten, dass beide zusammen in einer Legung auftauchen. Ja, in der Regel hat man nur einen. Und dann noch der König der Münzen dazu. Also es ist schon spannend. Es ist ja, der Herrscher ist der Vaterarchetyp und die Herrscherin die Mutter. So, und hier scheint jetzt beides zusammenzukommen. Also du scheinst jetzt hier wirklich absolut in die Führung zu gehen, konsequent für Recht und Ordnung zu sorgen, für deine Ziele einzustehen. Ja, Konsequenz. Sehr souverän, auch ein bisschen autoritär, auf jeden Fall sehr klar, sehr fokussiert und sehr strategisch. Auf der anderen Seite haben wir mit der Herrscherin hier auch einen Wachstumsprozess, einen Geburtsprozess. Hier entsteht was Neues. Du bist lebendig, fruchtbar, kreativ. Irgendwas Neues will hier in dir heranwachsen. Und das nährst du. Du nährst deine Bedürfnisse. Also, das ist das hier, was sich hier jetzt zeigt, was jetzt auf dich zukommt. Also, das sieht sehr, sehr gut aus. König der Münzen könnte eine Person sein. Das kann ein Gegenüber sein. Ein Mensch, der hier sehr bodenständig, sehr realistisch, sehr verlässlich, sehr sicherheitsliebend ist. Es kann aber auch deine eigene Energie sein. Und ich habe schon das Gefühl, dass es deine Energie ist, weil wir das Thema Sicherheit hier sehen. Und auch es geht ja hier darum, dass du hier in eine, dass du für deine Werte einstehst. Dass du deinen Werten folgst, dass du hier vielleicht auch jetzt klare Grenzen setzt, weil der Herrscher passt auch sehr gut dazu, ne, zu dem König der Münzen. Das ist eine Besonnenheit, das ist eine realistische Betrachtungsweise. Du schätzt hier etwas jetzt wirklich sehr besonnen und sehr realistisch ein und sorgst für deine Stabilität, für deine Sicherheit, vielleicht auch für deine materielle Fülle. Vielleicht gehst du auch in die Führung, um für deine eigene Sicherheit zu sorgen, für dein eigenes materielles Wohl, für dein Wohlbefinden überhaupt. Ja, also wir sehen hier wirklich eine ganz, ganz hohe, große Eigenverantwortung, was ich jetzt hier sehe. Du sorgst einfach für das, was du brauchst und du lässt eine Umgebung hinter dir, die dich belastet, die zwar auch Sicherheit und Fülle gegeben hat, ja, wo es auch Sicherheitsstrukturen gab, aber das lässt du ja hinter dir, weil es dort irgendwelche belastenden Umstände gab. Ja, also das ist hier bei dir, habe ich das Gefühl, von allen, die ich bisher gemacht habe, hier die kraftvollste Energie, die ich hier sehe. Ja, die ganz, ganz starke Macht, Ermächtigung sehe ich hier. Die Welt zeigt, dass du ankommst, ja, dass du hier wirklich ein großes Ziel erreichst, dass du eine große Aufgabe zum Abschluss bringst, eine Phase vielleicht sogar beendest, eine größere Phase.
Du verfolgst hier deine Träume. Du hast hier Wünsche, Visionen. Vielleicht verfolgst du eine bestimmte Vision, einen bestimmten Traum, den du jetzt hier wirklich in die Umsetzung, in die Wirklichkeit bringst. Du bist sehr intuitiv. Das ist für mich eigentlich auch eine typische Krebsenergie. Der König der Kelche, also Krebs, Skorpion oder Fische, also auf jeden Fall Wasser. Jemand, der sehr empfindsam, sehr, sehr intuitiv, sehr weise, sehr gefühlvoll ist, sehr instinktsicher. Du kann natürlich auch ein Gegenüber sein, ja, mit dem du hier bestimmte Visionen, Träume, Illusionen hast. Vielleicht ist das auch ein Mensch, mit dem du jetzt hier gemeinsam irgendwo ankommst und ein großes Ziel erreichst und einen Traum erfüllst und verwirklichst. Aber ich denke, es ist deine eigene Energie, dass du hier auch vor allem deiner Intuition vertraust, deiner intuitiven Eingebung, deinen Wünschen folgst und dich auch. Hier haben wir ja auch den Aspekt der Täuschung. Ja? Vielleicht befreist du dich auch von Selbsttäuschungen. Acht der Kelche. Ne? Sieben und acht der Kelche. Vielleicht lässt du auch falsche Illusionen, Visionen hinter dir. Und schließt dadurch eine große Aufgabe ab und findest hier deinen Platz. Erkennst hier auch das große Ganze, große Zusammenhänge. Ein glückliches Happy End sehen wir da. So, wir schauen jetzt mal rein für die Krebse. Worum geht es hier? Was ist wichtig? Zum Neumond in Skorpion. Ja, okay, die heilende Lagune, Verjüngung. Also du heilst von irgendetwas. Du fühlst dich vielleicht wie neugeboren, wie verjüngt. Ja, es geht darum, auch innezuhalten, dir Zeit zum Heilen zu nehmen, Zeit, etwas zu verarbeiten. Ja, du hast jetzt etwas hier zurückgelassen oder bist dabei, etwas zu verabschieden, aufzubrechen. Und nun darfst du dir Zeit nehmen, um dich innerlich zu heilen, zu genesen. Das ist auch hier die Herrscherin, ne? Für dich zu sorgen, für deine Bedürfnisse, eben auch hier Grenzen setzen. Das ist ja auch so ein Thema. Deine wahren Bedürfnisse auszusprechen, deine Wahrheit, ja auch klar zu kommunizieren, was du brauchst. Ich möchte nochmal hier in diese Karte hier reinschauen, die wir vorhin hatten. Ja, das ist genau die Energie, die auch für die Herrscherin steht. Das ist Fruchtbarkeit und Fülle kehren jetzt zurück. Dinge werden jetzt besser. Wachstum hat begonnen. Halt an deinen Träumen jetzt fest, auch wenn es im Außen Widersprüche gibt oder Komplikationen. Alles wird gut. Also das ist wirklich eine Wachstumskarte. Ja? Hier finden größere Veränderungen statt und die Fülle kehrt zu dir zurück. Verjüngung, Wiedergeburt, Neugeburt, neues Leben, etwas Neues entsteht. Sehr spannend. Deine Träume, halte an denen fest. Du bist kurz davor, einen Traum zu verwirklichen oder ein Ziel, ein großes Ziel zu erreichen, deinen Platz in der Welt zu finden. Sehr schöne Energie hier für die Krebse oder auch Krebsaszendenten oder Mondkrebszeichen. Ja, ich finde das spannend, wie manchmal die Aszendentenlegungen manchmal ein Thema wirklich besser erfassen als die Sternzeichenlegungen. Kommt darauf an, wie stark man seinen Aszendenten lebt und wie stark man sein Sonnenzeichen auch lebt. Das sind zu viele. Also ich hätte gerne eine Energie für die Krebse, bitte. Drei. Sei offen für Heilinformationen. Okay, also es könnten hier wirklich jetzt auch mit der Hohepriesterin ja wirklich Botschaften zu dir durchkommen oder Impulse. Also Heilung ist auf jeden Fall ein Thema bei dir hier. Auch im Außen, falls du einen guten Rat bekommst oder vielleicht mit Heilung oder Heiler zu tun hast oder auch mit Ärzten vielleicht auch. Auch da kannst du offen sein, um eine wichtige Information für deine Heilung zu bekommen. Vertraue auf das Unbekannte, vertraue. Das ist auch das hier. Vertraue auf das. Ja, also das ist eben, wenn wir den sicheren Hafen verlassen, wenn wir uns aus einer Komfortzone, aus einer sicheren Struktur heraus bewegen, dann fühlen wir uns oft ein bisschen ängstlich, unsicher und verloren, weil wir das Neue noch nicht sehen oder nicht kennen, das Unbekannte. Und da dürfen wir dann vertrauen. Ja, Vertrauen in das haben, was noch nicht da ist, was wir noch nicht sehen. Und das ist ja Teil des
großen Absprungs, den ja der Narr verkörpert, der es ja wagt, immer wieder neu anzufangen, sich für Neues zu öffnen, das ist Teil des Lebens. Es ist ein wichtiges Prinzip, das wir immer wieder auch durchlaufen müssen im Laufe des Lebens. Auf das Unbekannte vertrauen. Umgib dich mit Schutzenergie. Ja, und das heißt auch eben, sorge auch für deinen Schutz, sorge auch für deine Sicherheit. Und vertraue auf das Unbekannte. Ja, hier gibt es Verführung. Hier könnte es irgendjemanden geben, der dich hier in Versuchung führen möchte. Da darf man aufpassen oder schauen, gibt es vielleicht jemanden, der keine allzu guten Absichten hat? Oder ja, das ist so eine verführerische Energie, so ein bisschen auch die Teufelsenergie. Gibt es irgendetwas, wo es dich hinzieht, irgendetwas, ein Bedürfnis oder ein Verlangen, eine Sucht, wo du weißt, es tut dir nicht gut und trotzdem tust du es? Das ist ja das, worum es hierbei geht. Da darfst du jetzt eben auch sehr achtsam sein. Ja, Verantwortung. Sorge für dich. Übernimm Verantwortung für dich. Es könnte also auch ein altes Muster, eine alte Gewohnheit sein, ne, die du hier zurücklässt, die dich einfach auch sehr belastet hat, vielleicht auch körperlich, was dir auch viel Kraft geraubt hat. Der Besen, ja, reinige dich. Reinige dich von negativen Energien, von. Das ist der Hausputz. Nimm den Besen und mach einen Hausputz, aber nicht nur räumlich, äußerlich, sondern eben auch in dir. Es geht ja auch um energetische Reinigung. Sich von alten Lasten befreien, alten Gedanken, alten Gefühlen, Energien, die man angestaut hat. Welche Träume entspringen deiner Sehnsucht? Mach Platz, eine Reinigung steht an. Ja, vielleicht auch welche Träume oder Illusionen darfst du jetzt auch verabschieden? Ja, von welchen falschen Illusionen darfst du dich befreien? Sieben der Kelche eben auch. Sehnsüchte oder welche Sehnsüchte führen dich in Verlockung und du weißt, sie sind nicht gut für dich. Das hat man ja hier auch. Ja, ganz wichtige Energie. So, jetzt möchte ich hier auch noch mal gerne schauen, was mit dieser Energie hier gemeint ist, mit der Zwillinge-Energie. Es geht hier darum, in die Stille, in die Ruhe zu kommen, ja, ein wenig dich zurückzunehmen. Du oder jemand anderes in deiner aktuellen Situation braucht ein wenig Raum. Ja, also nimm dich ein wenig zurück, vielleicht von den ganzen Erfordernissen. Vielleicht ist es auch mit den Zehn der Stäben hier, sind das Belastungen oder so viele Aufgaben, Verantwortung. Vielleicht trägst du auch sehr viel für andere mit und machst dir viele Gedanken und Sorgen auch um andere. Ja, also es geht darum, dass du dich jetzt ein wenig zurücknimmst, um zu schauen, was hier wirklich vor sich geht in einer Situation. Eine größere Perspektive, eine höhere Perspektive einzunehmen. Lass das Leben fließen. Es ist jetzt eine gute Zeit, eine wichtige Zeit, um deine Gedanken, deine innere Einstellung zu verändern im Hinblick auf eine bestimmte Situation oder einen Menschen. Okay. Lassen wir das mal so stehen. Was ist noch wichtig hier für die Krebse? Reinige dich. Eine Energie hätte ich hier gerne aus dem Halloween-Orakel für die Krebse. Die Zukunft. Okay. Ja, wir haben jetzt hier eine Frau mit verbundenen Augen. Es kann sein, dass du gerade deine Zukunft hier nicht so richtig siehst oder nicht weißt, wie du dich entscheiden sollst. Vielleicht geht es darum, hier auch eine Entscheidung zu treffen.
Okay, es geht ja darum, Nachrichten, Botschaften zu empfangen. Es kann sein, dass jetzt hier irgendwelche, dass du etwas empfängst, dass du Botschaften empfängst. Die Hohepriesterin. Also hier könnten jetzt gerade, jetzt wo der Schleier so dünn ist zwischen den Dimensionen und unserer und der Anderswelt, der geistigen Welt, kann es also sein, dass jetzt hier wirklich innere Eingebungen, innere Botschaften, Informationen zu dir durchkommen, dass dir irgendwas klar wird, dass irgendwas dir offenbart wird. Und diese könnten eben mit deiner Zukunft zu tun haben. Die könnten dir eine weisende, richtungsweisende Information geben, die dich in für deine Zukunft dich neu ausrichten lässt. Ja, und dann schau auch, was du möchtest, was du eben möchtest, dass es passiert, und dann plane, setz deine Intentionen und richte dich neu aus. Also hier könnten jetzt neue Eingebungen, Botschaften auf dich zukommen. Okay. So, ich hätte jetzt aber noch mal gerne abgeklärt, worum es bei der mit dem Medizinhüter geht. Schau nicht länger im Außen. Nein, das ist der Magic-Hüter. Der Medizinhüter ist hier. Hör auf das, was aus deinem Inneren aufsteigt und was dir vertrauenswürdige Menschen in deinem Leben mitteilen. Achte auf Heilinformationen. Ja, also nochmal, höre auf deine Intuition. Ja, deine inneren Botschaften. Du bekommst Informationen und Einblicke, die eine dramatische Heilwirkung in deinem Leben haben werden. Falls du gerade mental oder emotional etwas durchmachst, wisse, dass es spirituelle Energien gibt, die deine Heilung unterstützen. Durchlebst du gerade etwas, das dich körperlich sehr anstrengt, achte besonders auf Informationen, die auf inspirierte, einfühlsame und warme Art zu dir gelangen. Sie werden deinem Wohlbefinden dienlich sein. Deine Engel sind hier, weil sie dich daran erinnern wollen, dass dein natürlicher Zustand einer der Ganzheit ist und dass du dich auf dem Weg befindest, auf dem sich diese Ganzheit erneut offenbart. Vertraue darauf, dass dein Pfad sich so exakt vor dir entfaltet, wie es sein soll. Ja, du bist geführt und du bist Mitschöpfer deines Lebens. Jeder Gedanke, jedes Gefühl, jede Absicht, jede Emotion baut mit an der Straße, die vor dir liegt. Das bedeutet aber nicht, dass du in allen Einzelheiten wissen musst, was sich vor dir auftut. Tritt einen Schritt zurück und steh dir nicht im Weg, denn es gibt eine größere Macht, die nicht nur in deiner Umgebung, sondern in dir liegt. Wenn du das für dich akzeptierst, können wundersame Energien in dein Leben strömen. Betrachte also die Dinge von einer höheren Warte aus. Interessant. Ja, vertraue der göttlichen Führung. Ja, und befreie dich. Reinige. Reinige mit dem Besen, mit dem Hexenbesen. Ja. Also, du darfst jetzt auch dich von der Vergangenheit befreien. Ja, vom Staub der Vergangenheit. Und deine Aura soll gereinigt werden. Als Heilkundige tendieren wir dazu, viel länger als nötig an der Energie anderer festzuhalten. Es ist wichtig, regelmäßige Reinigungsrituale vorzunehmen, um deine Aura strahlend und sauber zu halten. Ja, eben auch die Energien von anderen. Ne? Auch das tragen wir ja mit uns herum. Je mehr du von dem Alten beseitigst, umso mehr Raum schaffst du für neue Energie in deinem Leben. Dich von Dingen zu trennen, die dich an vergangene Beziehungen oder Situationen erinnern, hilft dir beim Prozess der Reinigung. Ja, liebe Krebse, das ist jetzt hier die Botschaft für dich zum Neumond im Skorpion. Ich hoffe, du konntest hier etwas für dich mitnehmen. Wenn ja, würde ich mich sehr freuen über einen Daumen nach oben, einen Kommentar oder gerne auch ein Abo von dir. Ich sehe es auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Legung hier. Du hast hier sehr viel Kraft, sehr viel Aufbruchstimmung und viel innere Führung. Ich sehe hier wirklich eine sehr schützende, sehr klare Energie, mit der du hier deine neue Sicherheit aufbaust und dich hier sehr sicher fühlst und auch in eine Fülle kommst, innere Fülle. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.